In ungenutzten, urwaldähnlichen Beständen finden viele Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen Lebens- und Rückzugsräume, wie sie nur in allen natürlichen Waldentwicklungsstadien repräsentiert sind. Doch wie kann man sich diese eigentlich vorstellen? Nach dem Mosaikzyklusmodell besteht ein mitteleuropäischer Urwald aus sich zyklisch ändernden Mosaiksteinen, auch Patches genannt. Jeder Patch durchläuft verschiedene Phasen, welche auch übersprungen werden können. In der Ruderalphase wachsen bis ca. 2 Jahre nach dem Zusammenbruch eines Systems nun Gräser und Stauden wie zum Beispiel Brennnesseln und Gehölze wie Brombeeren. Auf dem Boden liegt noch viel Totholz. In den windgeschützten Stellen beginnt nun die Verjüngung mit Pionierbaumarten. In der Pionierwaldphase setzen sich zunehmend die Pionierbaumarten wie Birken, Weiden und Pappeln gegenüber den Stauden durch. Nach ca. 15 bis 75 Jahren werden die Bäume bis zu 10 Meter nun allmählich höher. Gleichzeitig nimmt das Totholz ab. Auf die Birken folgen Bäume, die im erwachsenen Zustand eine sehr rissige Borke besitzen, wie Ulmen, Eschen, Berg- und Spitzahorn, Wildkirsche und Eichen. Allmählich beginnt sich das Kronendach zu schließen. Erst jetzt kann im Schatten der genannten Bäume in vielen Urwaldgebieten ein Rotbuchenjungwuchs wieder aufwachsen. In der Schlusswaldphase, ca. 75 bis 100 Jahre nach dem Zusammenbruch des Systems, gibt es kaum noch Totholz und die Bäume sind auf eine Höhe von 15 bis 20 Metern angewachsen und erreichen in der Optimalphase ihre maximale Höhe von 20 bis 30 Metern. Das Kronendach ist mittlerweile vollständig geschlossen, was zu viel Schatten führt. Die Plänterphase ist durch einen hochwüchsigen Hallenwald mit geringer Dichte und mächtigen Kronen gekennzeichnet. Umfallendes Totholz reißt Lücken in den Bestand. Circa 400 bis 550 Jahre nach Beginn des Zyklus sterben nun Altbäume, zum Beispiel durch Pilzbefall, Kronverlichtung, Abbrechen von Kronen oder Windwurf ab. Lücken und viel Totholz prägen den Bestand. In der letzten Phase, dem Zusammenbruch, gibt es nach 550 bis 600 Jahren nur noch wenige stehende Altbäume, bevor der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Das Endstadium einer natürlichen Vegetation, die Klimax, erweist sich also nicht als eine einzelne Phase, sondern als ein Mosaik verschiedener Pflanzengesellschaften, die jeweils einem eigenen Zyklus unterworfen sind. Bei einer normalen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung wird allerdings ein Großteil der natürlichen Waldentwicklung unterbunden. Spätestens in der Optimalphase werden die Bäume mit einem Alter von ca. 150 Jahren geerntet, was zum Beispiel erst etwa ein Drittel der natürlichen Lebensspanne von Buchen entspricht. Durch die Nutzung wird also ein sehr langer Bereich in der Entwicklung des Ökosystems ausgeschlossen. Spezifische Pflanzen und Tierarten, welche an diese Altersbereiche besonders angepasst sind, werden beim Fehlen dieser Phasen stärker bedroht sein.